Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben beim letzten Mal einen Auftrag von so einem Mädchen angenommen, die ihre Liebe Beweise oder die Beweise für ihre Liebe haben möchte. Von dem anderen Typen und ja, der hat sich aufgemacht, eine Regenblume zu suchen. Und ich vielleicht helfe ihm diese Runde schon, diesen Part schon. Wenn nicht, dann machen wir erstmal andere Sachen, aber ja, helfen wir auf jeden Fall. Wir sind eigentlich schon gut vorangekommen. Aber erstmal suchen wir jetzt den Ehemann von so einer Ladenfrau, der nämlich Fische sucht. Ah, ich glaube, das ist auch schon. Ja, perfekt. Jetzt haben wir alle Fische verscheucht. Hui. So. Hey, hätte nie gedacht, hier oben noch jemanden zu treffen. Seid ihr auch zu mangeln hier? Ist auch für mich eine Premiere. Wie, nicht? Chica sagte, ich sei verschwunden und hat euch geschickt, um mich zu suchen? Verschwunden? Was für eine herrliche Übertreibung. Ich bin nur hier, um ein paar Fische zu fangen. Ihr wisst schon, um die zu ersetzen, die in Torna umkamen. Ach, die Fische sind wieder da? Verstehe. Also hat Tyler euch dafür eingespannt. Verstehe, verstehe. Moment mal, was? Habt ihr Chica gesagt? Meine Frau Chica? Die hat euch geschickt? Stopp, halt, Auszeit! Ist meine Frau einigermaßen friedlich? Stinksauer? Oh, shit. Ein Zorn, der selbst die Aegis zurückschrecken lassen würde. Ich sollte jetzt besser gehen. Danke für den Hinweis. Alles klar. Oh, that's so sweet. Helft ihr damit direkt auch? Stimmt, was ist hier denn noch ein Gamot? Jemand, mit dem wir reden sollen. Ich würde wahrscheinlich vorne beim Hafen sein, schätze ich. Sieht man das irgendwie? Nö, ich gucke aber mal hier. Weil das wäre am logischsten, weil hier die meisten Leute rumgammeln. Kann ich das eigentlich als aktive Missionen festsetzen? Geht das eigentlich? Ach Mist, nein. Hier wollte ich nicht hin. Sprich mit Chica, du findest sie in der genau, Marktstraße von Torna, aber ich möchte jetzt eigentlich ansehen. Moment, da oben. Lager am Seeufer. Wo ist das? Ah, Seeufer, Seeufer. Das klingt hier ein bisschen falsch. Lager am Seeufer. Lager am Seeufer, perfekt. Können wir unsere Quest hier auch schon mal fertig machen? Hi. Räuberin. Ihr seid also diejenigen, die Kali und Kelly zu ihrem Vater zurückgebracht haben? Ich kenne die beiden, das sind gute Kinder. Ich war selbst eine Zeit lang als Flüchtling unterwegs und habe die beiden zu dieser Zeit kennengelernt. Es ist schön zu hören, dass sie jetzt wieder mit ihrer Familie vereint sind. Wirklich. Es war komisch sein, das von mir zu hören, aber danke dafür. Und damit bleibt den beiden ein Schicksal wie das meinen zum Glück erspart. Das Ganze hat mich übrigens zum Nachdenken gebracht. Ob ich vielleicht eines Tages so sein kann wie ihr? Ich will mein Leben wieder in die richtige Bahn lenken. Nicht nur für mich selbst leben, sondern auch für andere. Ich will zumindest versuchen. Ihr habt mich dazu inspiriert. Also ihr seid jetzt ein Vorbild, klar? Dass ihr euch ja weiter gut benehmt. Okay. Räuberin Lavinia. Schön. So, dann haben wir theoretisch später nochmal drei Quests hier in Gomot. Ein paar in Torna, ja gut, die beiden können wir jetzt auch noch machen. Wobei, die sind aktiv. Ne, Fragezeichen sind aktiv. Nee, gar nicht. Die Ausrufezeichen sind aktiv. Oh mein Gott, ich weiß es auch nicht. Ich bin immer wieder verwirrt davon. So, reden wir nochmal mit dir. Und ich dachte, ich könnte mich aufs Schiff schmuggeln und mir in Torna was dazu verdienen, aber jetzt? Ja, habt ihr jetzt aber gerade mit angehört? Ja, ist auch egal. Ich wandere jetzt auf dem Pfad der Tugend. Ich habe eine lange Zeit allein gelebt
und ein paar ziemlich üble Sachen abgezogen. Das ist hart für ein kleines Mädchen, allein hier in Gamotte aufzuwachsen. Aber wenn ihr die Dinge, wenn ihr hier die Dinge zum Besseren wenden könnt, bedeutet das zugunsten ein wenig Hoffnung. Zumindest ein wenig Hoffnung. Hi. Ich habe Geschichten über eure Abenteuer gehört. Ganz schön aufregend. Meine Abenteurerfreunde erzählen ständig von dieser fantastischen Gruppe von Meister und Kling. Von euch. Ich war von euch überzeugt, als ich sah, wie ihr den Ätherfluss kontrollieren und mit Monstern umgehen könnt. Jedenfalls ist es toll, wie ihr allen helft, mit eurem Wissen, wie auch mit euren Fähigkeiten im Kampf. Ich für meinen Teil werde das Geheimnis der Äthermiasmen lösen und auch vielen Leuten helfen, jawohl. Viele Äthermiasmen haben wir gar nicht mehr gesehen seit langer Zeit, oder? So. Sprich mit Chica. Gut, gehen wir zur Marktstraße erstmal. Nein! Ah, zu oft gedrückt. Ich war doch richtig. So, so. Jetzt darüber. Auresco, Marktstraße. Irgendwie da. So. Danke euch, dass mein Mann, Hamann zurückgekehrt. Ich wollte, dass er euch persönlich dafür dankt. Das war jedenfalls anständig gewesen. Aber er brachte nur die gefangenen Fischer vorbei und war im nächsten Augenblick schon wieder fort. Wahrscheinlich hat er einen neuen Angelplatz gefunden und will ihn unbedingt ausprobieren. Wenn er zurückkommt, kann er was erleben. Er ist nur wieder weg, weil du böse bist. Muss ich verstehen. Aber er ist trotzdem allem noch mein Ehemann. Er ist mein Ein und Alles. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr ihn für mich gesucht und gefunden habt. Schön. Haben wir es auch fertig. So. Wo bleibt man, Mann? Fertig. You can rest easy now. Oh, sie hat noch was zu sagen. Trefft ihr eigentlich auch mal die Familien der Leute, denen ihr geholfen habt? Ich bin mir sicher, die Familien würden euch auch gerne ihren Dank aussprechen. Ich glaube fest daran, dass Gespräche das Band zwischen Leuten festigen. Aber mit meinem Mann müsst ihr nicht reden. Euer Band mit dem zu festigen würde euch nichts bringen. Schon gar nichts Gutes. Toll, du bist ja nett. So, wir können schon wieder neue Sachen erstellen. Ach ne, hier war ja nichts. Bereite dich auf den Kampf gegen Malos vor und hilf den Leuten, um dein Ansehen der Stufe auf Stufe 4 zu erhöhen. Welche Stufe ist unser Ansehen denn momentan? Moment. Das müssen wir nachgucken. Ansehen. Stufe 3. Ach, wir müssen das machen, um die Hauptquest weiterzumachen? Oha. Ne, für nächste Stufe 7 Personen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, alle Quests. Wow. Wobei wir auch hier noch einen kleinen Bonus haben, weil mit dem reden. Wir müssen auf Stufe 4 gehen, okay. Gut, dass wir das immer nebenbei gemacht haben, sonst hätten wir jetzt eine Menge Aufgaben gehabt. Was haben wir denn so? Wie können wir das hier machen? Das müsste eigentlich nur abgeben sein. Erstatte Magmag im Hafen von Janschik in Torna Bericht. Vielleicht hat sie ja auch neue Informationen für dich. Hafen von Janschik. Wo ist Janschik? War das hier? Hier ist auf jeden Fall was. Wird wahrscheinlich die Quest sein, oder? Doch. Perfekt. Mama kriegt bei Nachforschungen übrigens ständig mit, wie Leute von Freunden schwärmen. Leute plappern darüber, wie super toll und hilfreich Freunde sind. Er findet Mama mit Stolz, Freunde zu kennen. Aber ist noch nicht genug für Mama. Will das gute Ruf von Freunden bis in letzte Ecke reicht. Mama würde sehr begrüßen, wenn irgendwann ganz Torna und Gomat riesiglicher Adam-Fanclub wären. Würde auch Arbeiten von Mama erleichtern, wenn ganz Öffentlichkeit Klubscher auf Freunde richtet. Schicksal von ganzer Mission ruht
Also auf Schultern von Freunden, aber bitte nicht gehetzt fühlen oder so. Diese Mission fortzusetzen, brauchst du die Unterstützung vieler Personen. Okay. Hilf den Bewohnern bei ihren Problemen und steige dein Ansehen, bevor du erneut mit Marco sprichst. Oh, ernsthaft? Sind wir ganz umsonst hergekommen? Na toll. Okay. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Also müssen wir wieder warten. Ah, dann gehen wir das hier ab. Was soll's. Schnellreise. Königreich Torne, auch Resco und. Ja, der Rest muss verlaufen. Na toll, ich dachte, ich könnte es endlich mal abgeben, aber nein, wir müssen einfach noch mehr Leute reden. Das ist quasi die letzte Aufgabe, die wir jemals haben werden? Das abzugeben? Ich habe keine Ahnung. So. Mal gucken, was du mit den Informationen machen möchtest. Ah, da seid ihr ja wieder. Und habt ihr meinen Lehrmeister gefunden? Charlotte, bitte bleib ruhig und hör jetzt genau zu. Der Lehrmeister ist tot? Torregosfall zerstört? Das ist ja... Warum ausgerechnet er? Er hat doch niemandem etwas getan. Und nun sind auch noch... und nun sind von ihm... wenn nur noch diese Aufzeichnungen übrig. Das darf doch nicht alles wahr sein. Janet, bitte beruhig dich. Es gibt noch so viel, dass ich von ihm lernen wollte. So viel, dass ich hier fragen wollte. Wieso musste es so kommen? Das ist das Ende. Mein Lehrmeister. Wie geschafft. Alles ist aus. Du irrst dich. Menschen sind erst dann wirklich fort, wenn sich keiner mehr an sie erinnert. Solange du dich also an ihn erinnerst, wird Taras in dir fortleben. Aber ich werde ihn nie wieder treffen können. Das ist wahr. Aber du kannst dafür sorgen, dass er nicht vergessen wird. Darum will ich, dass du diese Aufzeichnung erhältst. Auch wenn du dir noch unsicher bist, was damit geschehen soll. Entschuldigt, ihr habt recht. Ich sollte mich zusammenreißen. Als Lehrling sollte ich das Erbe meines Meisters antreten und seine Liebe für die Kunst fortführen. Andernfalls hätte er mich sicher ausgeschimpft und verstoßen. Oh. Well, this is awkward. Der Tod meines Lehrmeisters hat mich getroffen, schwer getroffen. Doch ich gebe mein Bestes, um sein Vermächtnis in Ehren zu halten. Danke für euren Beistand. Ja, gerne. So. Hey, das sieht nachher aus wie eine Blüte, oder? Wenn ich jetzt da, wo sie gerade dazugekommen ist, noch einen hinten ranhänge, dann könnte das so eine Blüte sein. Oder so ein Blatt halt schon mal von der Blüte. Hm. Okay. Ein schweres Erbe abgeschlossen. Schön. Seit unbedenklichen Zeiten bereits lebt Torne in Frieden und Wohlstand, dank des Segens des Titanen. Auch ich, was auch immer geschieht, mit dem Titan an unserer Seite können wir es überstehen, nicht wahr? Naja, wenn dieser Titan einfach alles platt macht, was ihm entgegenkommt, dann werdet ihr leben, ja. Alle anderen nur nicht. Außerdem steht angeblich ein neues, hochmodernes Kriegsschiff kurz vor der Vollendung. Also wird auch dieses Mal alles gut gehen, solange wir zusammenhalten. Hola Talisman. Uso Gulaksch. DX. Deluxe. er schon wieder. Ihn mag ich nicht so. Hast du eingebildet? Vielleicht seid ihr doch nicht ganz so hoffnungslose Fälle. Vielleicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich was mit euch zu tun haben will. Erfüllt den Leuten ein paar Gefallen und arbeitet an eurem Ruf, dann sehen wir vielleicht weiter. Und jetzt verschwindet. Alter Jerry, du bist ein Arsch. Hi. Eure Anstrengung zu machen hat mir einen Ruck gegeben.
Ich habe bisher immer Zuflucht im Glauben gesucht. Rückblickend betrachtet war das ganz schön naiv. Wenn ich Freya helfen will, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich werde von nun an alles dafür geben, eine Lösung zu finden. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann verlasse ich mich nicht auf den Glauben, sondern auf Mitmenschen. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Markus bastelt sehr gerne an Sachen herum. Er ist zurzeit ziemlich mit einem seiner Projekte beschäftigt. Er will mir aber nicht sagen, was es ist. Nur, dass ich es irgendwann schon noch herausfinde. Tut mir leid, ich bin ins Quasseln gekommen. Aber keine Sorge, was immer Markus da auch zusammenschraubt, das wird bestimmt toll. Wenn ich nur nicht krank wäre, dann könnte ich mich letztlich machen, wie Markus und die anderen. Ich würde so gern was für Deko und Joey machen. Und für Markus natürlich auch. Ja, der baut bestimmt irgendwie so eine Heilungsmaschine. Ein Exoskelett oder was baut er dir? Hat er denn jetzt direkt was dafür zu sagen? Das möchte ich mal direkt nachgucken. Nein. Schade. Schade, schade. So. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Missionsbuch. Liebesbeweis, stimmt. Spur der Verwüstung. Machen wir doch mal das jetzt. Machen wir Liebesbeweis ein bisschen später. Soweit von Lasaria in Torna. Wald von Lasaria, okay. Nein. Wald von Lasaria. Muss da sein. Oh, ganz hinten. Okay. Ach ja, hier waren wir ganz am Anfang. Ich finde es hier noch voll idyllisch. Richtig gut nach Wald aus. Schön, schön. Das sollte auch wie ein Wald aussehen. Hahaha, ja. Hey! Ist das vielleicht Keim? Wow! Robber, pass auf! Dankeschön, ist nichts passiert. Wir müssen ihm helfen. Ja, easy. Hier, komm. So. Er schwankt. Er schwankt. Dann drauf da. Mist. Ich wollte doch erst die Fähigkeit benutzen. Oh, wow. Also, Fusionskombo sind echt schwer. Oh, schon down. Spur der Verwüstung ist dann aktualisiert. Okay. Hi. Oh je, tut mir leid, ich wollte euch eigentlich warnen, damit genau das nicht passiert. Nächstes Mal schreie ich irgendwas anderes. Tut mir wirklich leid, dass ihr angegriffen worden seid. Davon abgesehen, schön euch wiederzusehen. Jetzt habt ihr mir schon wieder geholfen. Wisst ihr noch, oder? Ich bin Keim, dem ihr mit dem Monsterproblem auf der Brücke geholfen habt. Ich hatte schon im Gefühl, dass wir uns wiedersehen würden. Was für ein Zufall, was? Da fällt mir ein, ich muss mich sputen. Sonst kriege ich von meinen Alten was zu hören. Ich renne da mal auf jeden Fall. Danke für eure Hilfe. Ja, den haben wir wirklich mal geholfen. Jetzt erinnere ich mich. Wir sehen uns hoffentlich in Ovesco. Aha. So, schön. So, oh nee. Hier möchte ich nicht hin. Schaffst mich nicht direkt auch noch, wenn ich einmal B drücke, B mehr drücke, dann in dieses Menü reinmacht, also reinbringt. Dass er mich quasi, wenn ich X drücke, hier rein, also, nein. Direkt hier in das Gesamtmenü nach unten bringt, da wo ich gerade unterwegs bin, aber dann auch noch hier reinkommen. Dann kann ich nämlich, wenn ich mich verdrücke, dann wenigstens doch auch hier noch hin und nicht immer nochmal warten und wieder Plus drücken und dann ins Menü. Naja.
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, wir möchten gucken. Missionsbuch. Was möchten wir beim nächsten Mal dann machen? Liebesbeweis, würde ich sagen, oder? Was haben wir? Den Spuk im Wald. Was machen wir noch? Fusionstraining. Uah, Fusionstraining. Okay, machen wir Liebesbeweis. Gut. Haben wir dem Typ nochmal geholfen, ein bisschen Sand dran zu scheffeln? Oh, Moment. Das nehme ich dann noch mit, bevor wir beim nächsten Mal das vergessen. So. Oh, noch mehr Gold. Wow. Hier sind super coole Sachen. War ich schon immer hier oder habe ich die beim ersten Mal übersehen? Oder haben wir die mitgenommen und ich kann mich nicht mehr dran erinnern? Ach, ist auch egal. Naja, gut. Wir gucken dann mal beim nächsten Mal, wie wir dem Leo helfen können. Wo ist der Ausgang? Irgendwo da, genau. Und ja. Ich hoffe, dass wir ihm gut helfen können, noch überhaupt so eine Blume zu finden. Wir werden sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.